So, ein wunderschön, herzlich willkommen zurück zur sechsten Folge. Oh, ein Bienchen, wie eine Maya. Voll Klicker hier. Na komm. Was war's jetzt? Achso. Oh, Lucky Strike. Das nicht schlecht. Dann machen wir direkt hier volle Offensive. Boom, Alter. Boom, ey. Boom. 531 Gold. Lol. So, wir haben wieder ein Gild bekommen. Ah. Ja, weg. Frostlieb ist ja wirklich komplett blau, Alter. Der hat definitiv zu viel getrunken, Alter. Der Typ sieht nicht gesund aus. 25% schon. Holy shit. Nicht schlecht, nicht schlecht. Echt nicht schlecht. Alter, ich glaub das nicht. Wir haben echt Level 170 erreicht und haben gerade mal 11 Hero Souls bekommen. Was ist das denn für ein Scheiß, ey? Ist ja mal gar nichts. Ist jetzt wirklich gerade ein bisschen, was zur Hölle? Jetzt würde ich aber schon gerne mit einem Anwalt sprechen hier. Tega, also Level 170 schafft man wahrscheinlich nicht mehr. Ich meine, gut, vielleicht ist bis dahin hier wieder Power Search frei verfügbar. Das könnte sogar schon fast reichen bei Level 170. Aber da kriegen wir dann auch maximal 2 Hero Souls oder sowas. Vielleicht sogar schon 3. Ah, nee, garantiert nicht. Alter. Gott. Ich will jetzt nicht mal die erste Transcension haben. Das ist ja hier echt ein bisschen langwierig. Ich meine, gut, in der nächsten Session können wir den jetzt zumindest schon mal auf Level 2 heben. Ansonsten können wir dann noch den hier kaufen. Dann haben wir da auch nochmal ordentlich einen Booster. Oh, 5 Euro soll es direkt. Oh, okay, das ändert die Sache natürlich schon etwas. Wir schaffen aber leider diesen Boss jetzt noch nicht. Wir müssen also noch mindestens eine Minute warten, bis wir hier Power Surge wieder haben. Ne, schaffen wir definitiv nicht. Gut, dann kommst du mal raus. Können wir noch ein bisschen Geld verdienen. Während wir auf den Power Surge warten. Aber kurz, wie viel Zeit brauchen wir denn noch? Vielleicht reicht der Autoklicker schon aus. Also hier klickst du. Na nee. Nur mit klickst du alleine wird es definitiv nichts. Ach, schade. Schade. Na gut. Dann machen wir doch Power Search. Hä? Ist ja schon. Alter. Weg. 5, 4. 3, 2, 1, 0. So. Na dann. Auf los geht's los. Yay. Volle Fahrt voraus. Ich glaube, ich bin schwer pfeift. Warten wir auf jeden Fall nochmal, bis die anderen Dinger hier aktiv sind. Nochmal. Und dann versuchen wir nochmal ein bisschen vorzustoßen. Aber wie gesagt, 16 ist jetzt nicht so geil, ne? Ist zwar schon besser als 11. Aber nicht geil. Es geht definitiv besser. Match und Dolls wären halt geil. Naja, voll, die würde das auch nicht, auch nicht viel bringen. Die müsste ich auch erstmal auf Goldmission schicken, damit wir Gold ernten können. Das bringt ja gar nichts. Ha.
Haben wir noch irgendwie eine Einnahmequelle? Nee, ne? Achso, siehst du, was wir mal machen können? Mal kurz du. Achso, nein, das klingt ja egal. Was wir auf jeden Fall mal machen können, ist hier die ganzen Fischer hochschicken. Ich mach mal alle auf Level 200. Nein! Ach, scheiße. Dann halt Level 300. So, erstmal alle auf 100. Da komme ich nicht so stark durcheinander. Ich komm hier. So. 1, 2, 3, 1, 2, 3. So, gucken, dass es nicht so teuer wird. Ah, siehst du, bei dem hier fängt es schon langsam an, teuer zu werden. So, und jetzt schicke ich mal alle auf okay. Das geht auch noch. Ich meine, jetzt finde ich ganz cool, aber immerhin kriegen wir damit auch noch ein paar Hero Souls. Gerade bei der ersten Ascension vielleicht doch eine ganz gute Alternative. So, wie sieht's hier aus? Alexa. Was? Achievement, Level Up. Oh, 10.000 mal. Ja, siehst du, haben wir damit immerhin schon mal 5 Hero Souls bekommen. Ja, weil für alle 2000 Levels, die man hier hochlevelt, genau, für alle 2000 Level bekommt man eine Hero Soul. Das steht ja hier auch irgendwo. Genau, 10.000 Wert von 5 Hero Souls. Ne? Und wie gesagt, gerade in Earth Ascension, wenn man so schon nicht sehr viele bekommt, dann macht das wirklich schon keinen Unterschied. Ja, ich meine, wenn man da mehrere hundert bekommt, naja, ist dann auch schon fast egal. Und spätestens dann nach der ersten Transhension, wenn man dann, weiß nicht, Zehntausende mindestens bekommt, wenn nicht sogar später dann noch mehrere Fanstiltriladen, der Bruder von Binladen, was? Wie gesagt, dann ist es sowieso komplett egal. Aber wie gesagt, bei der allerersten Ascension, da macht das schon durchaus Sinn. Da kann man das echt machen. Warum hält denn jetzt mein Rechner eigentlich gerade auf, Alter? Spielt gerade mal hier Browserspiele und ist schon ausgelastet. Was ist denn los? Ich meine, okay, ich habe gerade Fenster zugemacht, aber wird er sich wohl kaum so schnell so extrem hier aufwärmen? Doch, konnte ich mir Forst nicht vorstellen. So, die anderen sind bereits mittlerweile. Na, okay, komm hier. So, es müssen ja alle bei mindestens 30 sein. Pony. Ja, sehr gut. So, na, schau. So. Na ja, immerhin 220. Ah Gott, den Demo schaffen wir auf jeden Fall nicht. Können wir direkt vergessen. Finde ich schon, müssen wir noch durchhalten. Schüsseldudsel. Ich meine, gut, den ersten Boss, also hier 175, könnte man sogar schon mit dem Bein wieder schaffen. Oder auch nicht. Nee, selbst mit dem Bein schaffen wir es nicht. Weil damit wir es mit dem Bein schaffen, müssten wir alleine so schon auf mindestens die Hälfte kommen. Und das schaffen wir nicht. Das wird nie im Leben was. Fuck. Ja, Frostleaf! Fick die Henne! Das ändert natürlich alles.
direkt komplett. Ja, 500% nochmal dazu. Das macht schon den Unterschied. Das ist schon mal nicht so schlecht. Gut, dann gucken wir mal jetzt, wie viel, ob wir es schaffen. Müsste ja eigentlich schon fast machbar sein. Oh Gott. Das wird nie im Leben was. Nee. Also es könnte ganz knapp passen. Zumal wir hier ja auch noch einen Autoklicker denn dazu haben. Also quasi 30 statt 20 Klicks pro Sekunde haben. Also es könnte funktionieren, ja. Ah doch, sollte. Wir machen es einfach. Wir probieren es dann einfach. So. Müsste klappen. Und wenn nicht, heul ich. Ganz laut. Ach, Herr Menechen. Auf die anderen Sachen müssen wir noch mehr als 10 Minuten warten. Gott. Heieieiei. Also wie wir einfach schon, ne, hier oben durch die Combo 700% dazu bekommen. Das ist nicht schlecht. By the way, warte mal ganz kurz. Wir haben zwei Hero Souls, das sind 20% plus. Dann wäre es doch eigentlich viel sinniger, Themen noch zwei Level, noch ein Level zu geben. Weil dann haben wir hier gleich das Doppelte. Und Click Damage ist 7E26. Ja, siehst du, 1,2E27. Boom! Das ist doch mal eine Ansage. Easy! Gefickt! In den Arsch deiner Mutter! Was sagst du dazu? Wir haben ein paar Level hier rauf. Ah, okay, also so schaffen wir es. Wenn ich mithelfe vielleicht. Ich benutze gleich einen Autoklicker. Aber schaffen wir locker. So, aber jetzt brauche ich auch nicht mehr helfen. Oh, meine Finger. Ich sterbe. Ah, boom, Alter. Alter, in der ersten Ascension bereits mit Level 180 kommen. Das ist schon nicht schlecht, du. Das ist schon. Kann man schon echt machen. Tja, wenn es irgendwie eine Möglichkeit geben würde, direkt in der ersten Ascension ihn auf Level 200 zu bringen. Das wäre natürlich geil, weil sobald er auf Level 200 ist, bist du eigentlich wieder im grünen Bereich. Ja, also ich sag mal im gelben Bereich. Aber wie gesagt, bis Level 200 bist du mit dem komplett im roten Bereich. Weil du hast halt von Level 100 bis Level 200 eine riesige Kraftlücke. Und das ist quasi das, weswegen sich das jetzt gerade so extrem zieht. Weil diese Lücke kannst du quasi nur mit Skills irgendwie umgehen. Oder halt mit nicht Outsider, man weiß nicht diese. Ach, die Dinger hier auf jeden Fall. Antiken, genau. Tja, Power Search ist fast bereit. Das heißt, für den 180er Boss. Mal gucken, wie stark der ist. Aber ich glaube, das schaffen wir nicht. Der ist definitiv mehr als doppelt so stark wie der 175er. Und wir haben ja damit gerade mal die doppelte Stärke. Das heißt, der 180er Boss wird damit nicht schaffbar sein. Das können wir direkt komplett vergessen. Können wir einfach. Ich hätte vielleicht das hier nicht einsetzen sollen, weil dann könnte man nämlich hiermit warten, bis wir quasi nicht mehr weiterkommen. Und dann quasi gucken, okay, dass so weit wie wir kommen, dann warten, bis eine Goldkiste kommt und da hätten wir das hier einsetzen können. Da war ich wohl ein bisschen voreilig. Jetzt haben wir diesen Trumpf quasi verspielt. Kann ich einfach mal bei 180 wieder ein Primal Boss kommen? Der dann einfach direkt 100 Hero Souls droppt oder sowas? Oder wenigstens 50? Ach, ist doch scheiße. Ha. Oh, komm, noch 30 Level. Das schaffen wir locker.
Nie im Leben. Nie im Leben. Also ein Level haben wir schon mal von 30. Oh Gott. Das geht eine Katastrophe. Na, mal gucken, wie stark der 180er Boss ist. Aber guck mal, wie langsam jetzt schon der Balken ist. Das wird nie im Leben was. Das ist, wir sind viel zu schwach. Aber wirklich viel zu schwach dafür. Das kriegen wir nie im Leben hin. Scheiße. Ach, Mann, ey. Was tun wir jetzt am dümmsten? Ich meine, klar, wir können das natürlich hier noch irgendwas machen. Noch 3 Autoklicker holen. Aber ehrlich gesagt, nicht wirklich. Nee, habe ich nicht. Kann mich. Warum kriegen wir bitte schon 100 Hero Souls? Wollen wir nicht Wicked Sensu machen? Warum kriegen wir schon 100 Hero Souls? Soll das etwa heißen, normalerweise hätte man an dieser Stelle bereits 100 Hero Souls bekommen? Und wir hatten einfach nur extremes Unglück? Ey, das ist doch machbar. Guck mal. Wir haben noch. Doch, das ist machbar. Nice! Achso, siehst du, gibt es eigentlich Hero Souls? Wir kriegen keine Hero Souls von dem Typen. Ernsthaft jetzt? Okay, das ist deprimiert, Mann. Das ist jetzt richtig deprimiert. Das ist deprimiert. Capri-Sonne. Scheiße, ey. Ja, nützt ja nichts. Ach komm, okay, komm. Bam, bam. Bringt ja nichts. Fuck, Alter. Und der 185er? Warte mal ganz kurz. Obwohl, ja doch, genau. Ja, vielleicht ist der 185er dann Primal. Ich hoffe es einfach mal. Wir werden halt hart verlieren. Armin Hopp mal. Ach, Herminchen. Oh Gott. Chat, das hat Frostleaf auf Level 200 bekommen, ist aussichtslos. Und dass wir den Boss bei Level 185 schaffen, ist zwar möglich, aber die Frage ist, bringt uns das echt so viel, wie es uns bringen müsste, damit es uns was bringt? Das ist ja nämlich die nächste Frage. Hallo, die Waldfee. Vor allem, wir brauchen ja für die nächste Ascension, damit wir in der nächsten Ascension wirklich relativ gut dastehen, müssen wir wirklich quasi, ne, jetzt schon einen immensen Vorteil irgendwie ergattern können. Aber mit 22 Ancient Souls, da kannst du in der nächsten Ascension auch nicht viel mehr reißen. Also, ich meine, was willst du da machen? Ich meine, gut, wir könnten dann hier nochmal die Typen holen und die dann um ein Level vielleicht aufleveln. Da hat man quasi 3 Hero Souls nochmal ausgegeben und hätten dafür aber dann nochmal 40% Damage dazu bekommen. Nee. Jetzt bin ich gerade raus. Nee, wir müssen 4 bezahlen. Eben. Anschaffungskosten sind 2 und fürs nächste Level brauchen wir auch 2. Ah. Hätten zwar dafür, wie gesagt, dann 40% nochmal quasi dazu. Aber ist alles nicht so das Grüne. Das ist. Oder das Gelbe vom Ei. Oder was auch immer. Das Goldene auf der Zahnspange. Ah, Mann, Alter. Ach, wow, 2 Level. Ach, ist das deprimierend gerade. Liebste Clan. Er kann nicht wieder joinen. Da kann ich mir die ganzen Belohnungen wieder abholen. Geht das? Das wäre mal richtig? Nee, kann gar nicht. Jetzt muss ich mal ganz kurz gucken. Respect Class? Was bist du eigentlich? Kann ich damit hier quasi was anderes aussehen oder was? Was ist das hier eigentlich gerade? Okay, man kann da raufklicken, aber es passiert einfach nichts.
Sehr interessant. Sehr interessant. Oh. Da sind wir noch weit entfernt. Wobei die HZE schon mehr Sinn macht als Level, weil es sind alle Level 1, wie interessant. Ach ja. Siehst du, ich könnte eigentlich auch mal wieder mit meinem Clicker-Game weitermachen. Hier, ne, mit diesem Basic-Clicker. Da habe ich ja seit damals gar nicht mehr weitergemacht. Wobei ich mich da erstmal wieder reinfutzeln müsste. Wow. 3000 Stunden. Ah, not bad. Ach ja, das waren noch Zeiten. Ach, schön. Schön. Ja, mal schauen, vielleicht mache ich auch irgendwann mal weiter. Irgendwann mal. Wenn ich ganz viel Langeweile habe. So, noch 2 Minuten. Gut, dann gucken wir erstmal, ob der nächste Boss Päumel ist. Wenn nicht, dann heul ich. Ja! Immerhin 6 Stück. Gut, das heißt. Tja, die Frage ist, warten wir 2 Minuten oder 4 Minuten, bis die oberen Beine auch noch fertig sind? Die unteren Beine könnten reichen. Warte mal ganz kurz, wie viel Crit haben wir jetzt derzeit? Wir haben nur 9% gerade mal. Okay, dann dürfte das auf jeden Fall reichen. Weil dann haben wir damit quasi den sechsfachen Schaden. Ne? Von 9% auf... Mann, von 9% auf 59%. Aber jetzt kannst du fast 1 zu 1 skalieren. Nicht ganz, aber ich sag mal, du hast halt mindestens den fünffachen Schaden. Von daher probieren wir es einfach mal. Und wenn es nicht klappen sollte, dann können wir immer noch heulen. Ah, herrlich. Ah, komm, noch eine Minute. Ah, doch, sollte passen. Wir schaffen es ungefähr. Ah, doch, das sollte passen. Wir haben ungefähr ein Drittel von der Stärke, die wir brauchen. Das sollte damit auf jeden Fall überbrückbar sein. Das passt. Ah, okay. Also ungefähr so zwischen ein Drittel und ein Viertel von dem, was wir brauchen. Zur Not klicken wir noch selber ein bisschen mit. 3 und 4 ist das, ne? Oh Gott, wir werden jetzt hart sterben, Alter. Ah doch, das sieht gut aus. Das sieht super gut aus. Oh mein Gott. Guckt euch das an. Hat er hier Party? Party. Dann haben wir immerhin 28 Hero Souls. Es geht besser, aber... Es geht auch schlechter. Boom. Sehr schön. Ach ja. Jutchen, ich würde mal sagen, viel weiter zu versuchen bringt gar nichts. Weil den nächsten Boss schaffen wir auf jeden Fall nicht. Weil der ist definitiv mehr als doppelt zu stark.
hat mehr als das Doppelte von dem, was wir ihm entgegensetzen können, und damit reicht das hier nicht aus. Und das dauert halt eine halbe Stunde, bis das wieder aktiv ist. Von daher würde ich mal sagen, wir ascenden an der Stelle tatsächlich. Bumm. Wow, 10 Starter Click Damage. Das verändert die Welt. Und dann können wir quasi den Typen ins Boot holen, auf jeden Fall. Und dem einen Level nochmal dazugeben. So, dann haben wir quasi hier nochmal die Hälfte dazu. Haben hier jetzt nochmal ungefähr den dreifachen Schaden insgesamt. Das sollte dann doch einigermaßen machbar sein. Da bin ich ja mal gespannt, wie weit wir morgen kommen werden, ey. Das ist alles nicht das Grüne vom Ei. Ich meine, ich werde das Ding auch einfach mal über Nacht ein bisschen klicken lassen, ne? Aber darauf habe ich ehrlich gesagt überhaupt keinen Bock, ganz ehrlich. Mal gucken, vielleicht morgen früh, dass ich morgen früh quasi vor der Aufnahme ein bisschen idlen lasse, dass er quasi vor der Aufnahme ein bisschen klicken kann hier. Aber jetzt über Nacht definitiv nicht. So, sollte auf jeden Fall mal speichern. Ja, einmal setzen. Dankeschön. Und dann würde ich mal sagen, sehen wir uns denn mal. Ich weiß auch noch nicht, wie ich die Aufnahmen mache. Ich meine, ich habe jetzt 6 Aufnahmen gemacht. Ich hoffe, es sind doch alle gut geworden. Mal gucken. Ich würde mal sagen, ich bringe die tatsächlich auch so raus. Ich meine, es sind genau 6 Aufnahmen geworden. Es würde also genau passen, von Montag bis Samstag pro Tag eine rausbringen. Doch, das macht Sinn. Ja, ich glaube, dann lade ich die sogar über die Woche hoch. Vielleicht bleibe ich denn sogar in der Art, dass ich dann so wirklich wieder sage, okay, pro Aufnahmesession 6 Folgen. Erstmal. Oder ich lade die wieder einfach immer am Sonntag hoch. Ach Gott. Gut, ich meine, ich kann es mir selber überlegen, weil ihr seht ja sowieso, wann die Folgen online kommen. Ne? Ist ja wie gehabt. Von daher. Bis dann.